Ich habe etwas Schockierendes herausgefunden, das den Silberpreis sowohl in Gefahr als auch zum Explodieren bringen kann. Und der Silberpreis, also der kleine Bruder des großen Goldes, der ja ohnehin eine größere Schwankungsbreite nach oben und nach unten hat, wenn der Goldpreis steigt oder fällt, könnte sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Den Grund dafür verrate ich in diesem Video. Wir zeigen auch den größten Silberpreismanipulator der Geschichte, sowohl den potenziell größten Silberpreismanipulator der Zukunft auf. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Haben Sie schon eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte beim größten Silberpreismanipulator, den wir in den nächsten Jahren im Silbermarkt sehen dürften? Und nein, es sind nicht die Gebrüder Hand, die Gebrüder Hand. Hierzu müssen wir vielleicht einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen. Haben nämlich in der Vergangenheit für große Silberpreissteigerungen gesorgt und haben lange Jahre, im Speziellen zwischen 1970 und 1980, den gesamten Silbermarkt manipuliert mit ihren sehr vermögenden Investoren aus Saudi-Arabien. Was genau passiert ist, dass die beiden Brüder nach und nach mit diesen vermögenden Investoren, aber auch mit dem eigenen Vermögen, den Silber-Future-Markt aufgekauft haben und so nach und nach die Preise steigen lassen haben. Sowas geht natürlich nur bei einem Markt, der A, ein sehr begrenztes Rohstoffvorkommen hat, also ein begrenztes Gut auf der anderen Seite, das limitiert ist, der aber auch die Möglichkeit zu dem Zeitpunkt noch besaß, ihn zu manipulieren. Und die Silver Seven Rule der COMEX hat dann dafür geführt, also das ist die größte Rohstoffhandelsbörse in den USA, die gehört der CME Group in Chicago. Und diese Rohstoffhandelsbörse bildet maßgeblich die Silber-, aber auch die Goldpreise weltweit ab. Und in diesem Moment, als diese Silver Seven Rule eingeführt wurde, waren die Termingeschäfte gestoppt und der Silberpreis stürzte ab, wie Sie es auch hier in diesem Chart sehen können. Dass also der Silberpreis manipulierbar ist, hat die Geschichte bereits gezeigt. Und ob die Silver Seven Rule das Ganze stoppt, das werden wir jetzt besprechen. Der Silberpreis ging nämlich bis auf 50 Dollar pro Unze hoch und stürzte dann ab. Weiter hatte man den Silberpreis nicht steigen lassen. Auch das hätte verheerende Folgen für die Industrie und andere Bereiche unseres Wirtschaftssektors gehabt. Denn wenn Rohstoffe sich entkoppeln von den Fiat-Währungen und davonlaufen, deutet das oft eher auf eine Inflation oder sogar eine Hyperinflation hin. Und damit wollte man die Menschen natürlich im Zaum halten und die Menschen weiter beruhigen. Gehen wir aber mal auf den eigentlichen Fakt, der Sie interessieren dürfte. Wer ist denn dieser potenziell größte Silberpreismanipulator für die Zukunft? Vielleicht haben Sie es in den Medien verfolgt. Im September 2020 ging es darum, dass eine Bank 920 Millionen US-Dollar Strafe bezahlen musste, weil sie im Goldmarkt bzw. im Goldpreis Manipulationen, und zwar Kursmanipulationen, herbeigeführt hat. Dafür musste diese Bank tatsächlich 920 Millionen Dollar bezahlen. Dass man aber mit derartigen Geschäften nicht aufhört, sondern sogar fortfährt, war zu erwarten. Im Genauen bedeutet das Folgendes, und zwar, wir haben es nachrecherchiert, wir haben es tatsächlich durch einen Bankeninsider berichtet bekommen, wir werden aber auch einen Artikel unter dem Video verlinken, der darauf hindeutet, dass diese Zahlen aussagekräftig und wahr sind. Und zwar hat JP Morgan in den letzten Jahren sage und schreibe 21.000 Tonnen, Sie hören richtig, 21.000 Tonnen Silber aufgebaut. Und dieser gigantische Silberberg entspricht einem Eurobetrag auf dem aktuellen Stand heute von 14.664.510.000 €. Und dass natürlich ein einziger Marktteilnehmer derartig große Bestände aufgebaut hat und aufbauen konnte, ist schon mal bedenklich. Dass man aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung damit eine Macht besitzt, ist in meinen Augen eine große Gefahr. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, Anfang des Jahres 2021 gab es die Community des Wall Street Bet Forums, die den Silver Squeeze herbeirufen wollte. Und der Silver Squeeze sollte sozusagen dafür sorgen, dass der einzelne kleine Mann mit seinen bisschen Mengen Silber, die er jetzt in dem Moment aufkauft, und alle, die den Silbermarkt leer kaufen, den Silbermarkt zum Explodieren bringen sollte, weil man der Meinung war, dass einige Großbanken Short-Positionen aufgebaut hatten und dann sozusagen diese Short-Positionen nicht schnell genug auflösen konnten und damit in den Ruin getrieben werden, wenn man den Silbermarkt entsprechend in den unendlichen Preis kauft. Das ging mit der GameStop-Aktie los, die sich dann vervielfacht hat, und so haben einige Aktien sozusagen diesen Auftrieb bekommen und man hatte es mit Silber versucht. Die Tendenz oder die Folge dessen war letzten Endes nur, dass der Silbermarkt fast leer verkauft war, dass die Händler kaum Ware hatten, dass die Aufgelder nach oben gingen, aber JP Morgan gibt es immer noch, also hat der Silver Squeeze nicht funktioniert.
Und ob dieser Silver Squeeze vielleicht sogar von einer Großbank initiiert war, das werden wir zwar nie erfahren, aber stellen Sie sich vor, der Silberpreis wäre auf 50, 100, 200 oder vielleicht $500 gestiegen, dann hätte dieser Marktteilnehmer, nämlich JP Morgan mit 21.000 Tonnen Silber, wahrscheinlich als größter Gewinner diese Aktion geglänzt, also genau das, was die Community eigentlich als gegenteiliges Ziel erklärt hat. Fakt ist aber, dass JP Morgan natürlich mit dieser gigantischen Menge an Silber sowohl das Potenzial besitzt, den Silberpreis einstürzen, als auch den Silberpreis explodieren zu lassen. Weil man aber die entgleisende Inflation weltweit beobachten kann und wir in einen absoluten Rohstoffboom hineingeraten, das haben wir ja schon in vielen anderen Sektoren gesehen, rechnen wir spätestens im dritten bis vierten Quartal mit stark steigenden Tendenzen, gerade beim Gold und beim Silber. Ob JP Morgan sich dann die Taschen diesmal voll macht, um vielleicht dieser Strafe von 920 Millionen US-Dollar beim Goldpreis oder bei der Preismanipulation entgegenzuwirken, das bleibt offen. Tatsache ist aber, die Bank hat die Karten in der Hand und das ist nicht gesund. Auch hier muss man ganz klar mal das Kartellamt drauf aufmerksam machen, ob sowas gewünscht ist, dass ein einziger Marktteilnehmer derartig große Bestände horten kann. Und die Analysten gehen auch davon aus, dass im Verlauf des aktuellen Jahres, und das ist jetzt nicht unsere eigene Analyse, sondern viele Banken gehen eben davon aus, dass im Laufe des Jahres die Tendenz der Rohstoffpreise stark steigend ist. Jetzt muss man sich also die Gründe überlegen, was für steigende Preise spricht. Das ist zum einen nicht nur die Industrienachfrage, gerade aus dem E-Mobilitäts-, also aus dem Automobilbereich, nicht auch die Nachfrage aus dem 5G-Sektor. Viele Handys brauchen heute extreme Mengen an Silber, wenn man sich überlegt, wie viele Stückmengen an Handys produziert werden. Es ist nicht nur die Photovoltaikindustrie, die der derzeit größte Abnehmer für Silber ist. Es ist auch das Silver Institute, das Folgendes erwartet, und zwar die Investitionsnachfrage wird laut dem Silver Institute dieses Jahr weiter stark steigen, nämlich der Investor, der Kleininvestor und der Großinvestor sind die größten Nachfrager im Silbermarkt. Und man sieht es auch, gerade die Deutschen haben so viel Gold und Silber wie noch nie in diesem Jahr gekauft. Also man spürt die Tendenz aus dem Investmentsektor als auch dem Industriesektor spielen dem Ganzen positiv in die Karten. Wenn Sie selbst noch kein Silber besitzen sollten, dann kann ich zumindest anraten, 10-20% des Vermögens in Gold und Silber umzuschichten. Anteilsmäßig empfehlen wir 20% Silber und 80% Gold, weil die Rallye natürlich nach oben, aber auch kurzfristig nach unten getrieben werden kann. Wir gehen dennoch stark davon aus, dass selbst ein großer Player wie JP Morgan natürlich nicht das Eigeninteresse hat, den Markt kaputt zu machen, sondern eher von einem derartigen Anstieg zu profitieren und vielleicht long mit diesen Positionen zu sitzen. Wir wissen es nicht. Nichtsdestotrotz sollten Sie sich in dieser Phase der Geldentwertung zumindest mit durch die Natur limitierten Sachwerten absichern. Das Verhältnis zwischen Gold und Silber, das in der Vergangenheit so ausgerichtet war, dass eine Unze Gold 10 Unzen Silber gekostet hat, steht derzeit bei 1:70, was bedeutet, dass der Silberpreis deutlich unterbewertet ist, was dazu führen wird, dass er sich über die nächsten Jahre auch wieder korrigieren wird. Die Frage ist, wird es eine Marktkorrektur sein, die der Markt selbst erzwingt, oder wird es eine Preismanipulation sein, wie von diesem Player, den wir in diesem Video genannt haben? Wenn Sie also selbst noch nicht wissen, wie Sie sich mit Ihrem Privatvermögen richtig absichern, haben wir in dem Video einen passenden Produkttipp für Sie mitgebracht. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und bald mal wieder einschalten. Schreiben Sie gerne mal hier unten rein, was Sie denken, was wird JP Morgan mit dieser großen Silberposition tun.